Das ist das Multimedia-System im neuen Golf-Variant. Und das Multimedia-System wollen wir heute mal mit unserem iPhone koppeln über die Bluetooth-Schnittstelle, beziehungsweise wir wollen das iPhone mit dem Multimedia-System koppeln. Dafür gehen wir erstmal über die Einstellung des Telefons, aktivieren Bluetooth, das sollte jeder kennen. Wie funktioniert das Ganze hier über den Bildschirm? Ich habe drei Möglichkeiten. Die erste unter Medien. Hier habe ich die Bluetooth-Quellen mit diesem typischen Bluetooth-Symbol. Lass mir die Bluetooth-Quellen einmal hierüber anzeigen und sehe verschiedene Telefone, die bereits mit dem Gerät gekoppelt sind. Meins ist nicht dabei, deswegen gehe ich jetzt über Gerät suchen. Die Gerätesuche ist abgeschlossen. Ich lasse mir die Ergebnisse anzeigen. Und hier Robins iPhone 5G, das ist meins. Normalerweise würde ich mich jetzt damit koppeln. Ich will aber noch die anderen zwei Möglichkeiten zeigen. Gehe wieder zurück ins Hauptmenü. Gehe hier auf den Menüpunkt Telefon, Telefon suchen. Und auch hier lasse ich mir die Ergebnisse anzeigen. Auch hier ist mein Telefon, könnte ich mich sofort mit verbinden. Ich zeige noch die dritte Möglichkeit, wieder ins Hauptmenü zurück. Ist gleichzeitig auch die umständlichste, ganz hinten Setup, runterscrollen. Da habe ich nämlich den Unterpunkt Bluetooth und habe unter dem Unterpunkt Bluetooth einmal die gekoppelten Geräte und die Geräte, die ich auch noch suchen kann. Gerätesuche abgeschlossen, auch hier die Ergebnisse, mein iPhone. Ich verbinde mich über das Freisprechtelefon. Jetzt sollte er gleichzeitig auf meinem iPhone auch anzeigen, dass er gekoppelt werden möchte. Und genauso macht er es auch. Er möchte gekoppelt werden mit dem Multimedia-System. Ich sage koppeln und hier stimme ich dem Ganzen auch zu. Jetzt wird es überprüft, ob das Passwort, was hier angezeigt wurde, das gleiche war, was auf meinem iPhone angezeigt wurde. Es war das gleiche. Somit bin ich jetzt verbunden und er beginnt auch sofort die Musik über meinen Podcast zu streamen. Ich kann jetzt verschiedene Titel aussuchen oder auch ganz normal telefonieren. So einfach kann es gehen.